Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun. Muss ich aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme. Montag war Feiertag, Dienstag war heute. Also für Mittwoch, den 20.04.2022. Und unser DAX hatte hier die großen Popel rausgeholt. Der hat zum Dienstag ist ja noch einmal den Abwärtstrend von oben per Pullback bestätigt. Hat sich von oben draufgestellt, ist aber jetzt nicht unter die 14.000 zurückgefallen. Damit unterseitig erstmal kein weiteres Signal gesetzt und sich nach oben geschraubt. Nach oben gedrückt, und das sieht auch ganz gut aus. Also auf der Ebene hier ist das eigentlich das, was wir gestern beschrieben hatten, was wir noch sehen wollten. Ne? Wollten ein bisschen Druck raussehen, schöne grüne Kerzen, lang, druckvoll, bisschen dynamisch rein. Entschuldigung, sodass das hier eigentlich ganz gut passt. Ne? Also muss man schon sagen, für einen Ausbruch ist es schön untergeordnet vom letzten Tief weg, gefällt es mir nicht. Weil man könnte ja letztendlich auch hingehen und könnte sagen, okay, das kann gegebenenfalls Flagge gewesen sein, die von dem Tief hier jetzt weggeschoben hat. Wartet, hab's nicht erwischt. Von dem Tief hier weggeschoben hat, über das. Dann hat die jetzt hier so fast ihr Ziel erreicht. Könnte sich jetzt abstoßen, und wenn er dann hier unten rausbricht, geht er dann hier runter in die 13.700. Aber ich sag mal, aus der Perspektive ist jetzt erstmal der Abwärtstrend tot. Der ist tot. Der ist schon drüber. Wir arbeiten jetzt an höheren Hochs hier auch über die 14.300 dran. Und sollte er das hinbekommen, zum Mittwoch weiter oben rauszuschieben, denke ich, stünde auch nichts im Weg, hier mal wieder die Bereiche um 400 auszuloten. Halt, ne? Insbesondere die 445, das altbekannte Bereich. Also, das ist eine spannende Stelle jetzt hier. Das ist wirklich eine spannende Stelle, Flagge oder nicht, um da entsprechend weiterzukommen. Lasst euch nicht irritieren, das ist Mittwoch. Ne, Mittwoche, die kommen gerne mal ein bisschen tiefer rein, auch manchmal schon per Abwärtsgap. Das macht der DAX ganz gerne so, insbesondere wenn er den Dienstag hochgetrieben hat, kommt immer irgend so eine Nachricht am Dienstagabend, die den DAX dann einfach ein bisschen tiefer wieder reinkommen lässt. Das ist aber üblich, das ist Klassiker. Ne, der täuscht dann so ein bisschen an und dreht sich aber relativ früh schon wieder auf. Also spätestens 9:39 und meist sogar schon eher, sollte man dann einen Aufschwung nach oben erkennen. Also, dass der DAX sich dann eben wieder nach oben einspringt. Zurück dürfte er dabei, ich sag mal, im Zweifel sogar bis 14.080. Das möchte ich nicht sehen, ja. Es wäre natürlich schön, wenn er jetzt endlich die 14.150 von oben verteidigt hält und dann da einfach wieder hochdreht, aber wird sich jetzt auch kein abbrechen. Jetzt sollte halt bloß echt nicht mehr unter das Tief hier zurückfallen. Unter 14.000 würde ich nicht mehr. Das wäre für mich dann wirklich Short-Trigger. Und dann auch richtig, richtig tief halt. Eher Richtung Ziel 14.500 dann noch. Ne, also das, ich würde schon fast sagen, ne, also auch auf Tagesebene, wenn der die 14.000 da jetzt fallen lässt, nachdem er sich jetzt aufgedreht hat, einen Abwärtstrend gebrochen hat, und das sind jetzt die bullischen Signale. Werden die bullischen Signale nicht von Käufern angenommen, dann sind halt keine Käufer da. Konsequenz ist, dann geht's runter, weil dann die Verkäufer einfach dominieren. Dann haben wir Verkäufermarkt. Wenn die Käufer keine Käufersignale annehmen, dann ist es ein Verkäufermarkt und dann darf der auch weggeschottet werden. Und deswegen würde ich schon sagen, wenn dann hier 14.000 bricht und so weiter, geht es dann hier auf das Gap 13.500 rum. Und wenn das auch nicht halten kann, 13.015. Aber soweit ist es noch lange nicht. Ich finde, der sieht doch ganz gut aus. Der hat jetzt genau das gemacht, was wir sehen wollten. Wollten, dass der hier noch ein bisschen Dynamik, einfach ein bisschen raussteigt, ne? Ein bisschen schön wegstellt. Und das hat er getan. Wie gesagt, einziges, was mich irritiert, ist der Anstiegswinkel von den Tiefs her. Weil das halt wirklich eine Flagge ist, aber wenn die Flagge eben nach oben bricht, guck mal, das ist hier freier Raum halt, ne? Also kann er relativ leicht dann in die 400 rein. Wir haben halt nur bei 340, 360 wieder diesen alten Widerstand. Ne? Das wäre nochmal so eine Anschlagszone, wo man auch Gegenreaktion einplanen sollte, aber wenn er die durchbeißt, ne? 340, 360, dann um 445 die nächste. Ne? Und dann wird es auch langsam wieder richtig spannend, weil er hängt schon wieder am übergeordneten Abwärtstrend. Und wenn den dann auch noch im Box, dann wird es langsam wieder ein bisschen positiver im DAX. Ja? Also auf der Seite passt ein bisschen auf. Lasst euch nicht zu kirre machen, wenn er ein bisschen schwächer reinkommt. Schön wäre es natürlich wirklich, wenn er über 14.150 halten kann. Also für ein bullisches Bild wäre das schön, wenn wir die 14.150 jetzt von oben verteidigen. Und solange der dann über 14.150 bleibt, wäre ich auch leicht positiv. Unter 14.150 wäre ich schon leicht skeptisch. Unter 14.000 wäre ich dann bearish. Im Sinne von, rechne ich damit, dass es auch tiefer geht. Der wird jetzt nicht, ja, also nicht, das machen gerne Leute, die hören sich so eine Analyse an und hören dann raus, okay, ja, unter 14.000 fällt der Markt jetzt bis 14.500 und dann gehen die wirklich den ersten Kurs bei 13.9999,9. Sobald der erste Mal das angetippt wird, gehen die sofort short und werfen aber den Stop-Loss hier irgendwie so mittig
einfach so ein paar Punkte nach hinten, das funktioniert nicht, ne? Also, wenn er so einen Punkt antriggert, dann läuft er immer rein, dann kommt er kurz zurück, aber in der Bewegung, die dann folgt, dann baut er sich eben ein bisschen runter auf, aber das sind auch immer Rückläufe drin, deswegen dann nicht dann gleich den erstbesten Kurs wegshorten, ne? Sondern einfach dann ab einem Unterbieten von 14.000 kann man Rückläufe shorten. So ist es vielleicht ein bisschen verständlicher ausgedrückt, ne? Also da gibt es gerne mal welche, die das dann ein bisschen verdrehen und dann sagen, na, was war denn das für eine Scheißanalyse? Dabei war das gar nicht so gemeint gewesen. Ja? Also das deswegen einfach nochmal zur Erklärung. Und ansonsten oben, wie gesagt, wenn es sich hier gut macht, über 2,50 sich halten kann, über 1,50 sich eigentlich halten kann, 2,50 ist dabei gar nicht so wichtig. Wenn er sich über 14, 1,50 halten kann, dann hätte er hier bei 3,40, 3,60 wieder die nächste Zone und darüber auch die 4,45. Muss es bloß jetzt gut verteidigen und es sieht gut aus. Also muss es bloß verteidigen. Sollte unter 1,50 gehen, dann 14 und so weiter und so fort. Gut, haben wir jetzt mehrfach besprochen. Damit eigentlich klar. Tageschart rettet auch erstmal das untere Band. Dreht jetzt hier auch ein bisschen auf vom unteren Band. Hier hat man drüber gesprochen, wenn er unten ausschließt, dann Katastrophe und so. Na, dann kann es hier unten beschleunigen und so weiter. Das hat er jetzt erstmal nicht getan. Und daher, da erstmal Entspannung gebracht, ne? Sieht auch relativ chillig aus, unser guter Junge. Und von daher würde ich sagen, wünsche euch viel Erfolg zum Mittwoch. Und wenn er so ruhig bleibt, wie er jetzt am Dienstag gewesen ist, glaube ich, sollte man nicht zu pessimistisch rangehen. Und auch wenn der vielleicht ein bisschen tiefer reinkommt. Gut, ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.